Hallo ihr Lieben, heute ist Montagmorgen und ich bin traurig. Rosi ist nicht da, die hat nämlich heute Nacht im Hotel geschlafen, die ist in Köln, aber deswegen bin ich nicht traurig, sondern ich bin traurig, weil wir keinen Kaffee haben. Wir haben keinen Kaffee! Ich freue mich auf ihr Rosi, also, boah, jetzt wäre ich fast über einen Quentin gestolpert. Der liegt wieder schön hier mitten im Weg. So ist das, damit nichts passiert, guck mich an wie ein Auto. So. Rosi ist in Köln, die hat da einen Termin heute an dem Montag und ist gestern da schon hingefahren. Und ich bin jetzt heute, hab frei, bin mit den Kiddies alleine. Joanna ist schon auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad. Lamia schläft noch und Carlos rennt schon hier rum. Und wie gesagt, ich habe keinen Kaffee mehr. Macht mich fertig. Ich wollte schön meine Tasse hier füllen, aber nichts mehr da. Das heißt, ich muss jetzt gleich erstmal Kaffee kaufen gehen, wenn ich Lamia zum Kindergarten bringe. Und du? Mach schon wieder Chaos. Es ist schon Carlos, der Chaos Carlos ist schon seit 5 Uhr heute Morgen wach. Wollte nicht mehr schlafen. Und dann haben wir zusammen noch bis 5:30 im Bett gelegen, so ein bisschen, aber dann sind wir aufgestanden. Also, wir haben jetzt 7:30. Sind schon seit 2,5 Stunden wach und vertrödeln hier die Zeit. Ne? So, Hausarbeit beendet. Lamia ist im Kindergarten. Jetzt wollte ich mit Carlos noch eine Runde spazieren gehen. Und was sehe ich? Im Garten einen riesen Regenbogen. Ich zeige euch den mal. Guckt euch das mal an. Ist der schön? So, Carlos und ich gehen doch nicht spazieren. Hat nämlich jetzt genau angefangen zu regnen. Wir sind circa 30 Meter gelaufen, haben noch diesen wunderschönen Regenbogen gesehen. Und jetzt regnet es in Strömen. Leider. Oder? Ja. Schade, das sah so gut aus. Ich dachte, wir könnten noch mal eben eine Runde laufen. Wir haben jetzt 10 Uhr, dann wäre ich um 11 Uhr wieder hier gewesen. Und dann hätte er auch fast ins Bett gekonnt. Ja gut, jetzt müssen wir uns halt hier drin, gehen wir oben spielen, würde ich sagen. So, das Wetter hat sich wieder gefangen. Es war jetzt alles nass, aber die Sonne scheint auf jeden Fall. Ich hoffe, das bleibt dabei. Ich gehe jetzt nicht mit dem Carlos spazieren, sondern fahre mit dem Carlos eben zum Friedhof. So, inzwischen haben wir 2 Uhr. Ich habe gerade noch gearbeitet, der Carlos schläft. Und mein Vater holt jetzt die Lamia vom Kindergarten ab, weil ich ja hier nicht wegkomme. Aber ist auch kein Problem. Die machen das immer gerne, Gott sei Dank. Und also Lamia müsste jetzt jeden Moment hier auftauchen. Und um 3 Uhr muss ich sie schon wieder zu einer Freundin bringen. Die ist nämlich heute auf dem Kindergeburtstag. Genau. Das Geschenk steht da schon. Dort. Oh, ich muss mal hier wieder aufräumen. Da steht das Geschenk. Und was hier so plätschert. Ich mache nämlich Wasserwechsel, weil ich habe mein Aquarium gestern neu gemacht. Das war komplett im Eimer. Der Kies unten, da war der Bodengrund drunter irgendwie verfault oder sowas. Und deshalb habe ich komplett alles rausgeholt, die Fische und das Wasser teilweise abgefüllt, weil das wollte ich nicht wegkippen, auf jeden Fall die Hälfte nicht. Hab den Kies komplett rausgeholt, neuen Kies reingemacht, die Pflanzen wieder reingesetzt, die Fische wieder reingesetzt. Aber jetzt seht ihr, ist es leider milchig. Es ist milchig geworden und ich weiß nicht genau warum. Jetzt muss ich erstmal gucken, was da Sache ist. Und ich hoffe, ich kriege das wieder in den Griff. Hat einer mein Portemonnaie gesehen? Ich finde mein Portemonnaie nicht. Lamia ist da mit dem Geschenk für die Freundin. Und Carlos? Carlos! Da sitzt er. Lacht sich kaputt, aber ich finde mein Portemonnaie nicht. Hallo? Portemonnaie, wo bist du? Wo habe ich das wieder hingeschmissen? Wo habe ich es wieder hingeschmissen? Ja. Wer es zuerst gefunden hat, hat gewonnen. Wie, wieso? Wo ist mein Portemonnaie? Ist weg. Mein Portemonnaie ist weg. Oder ist er noch im Auto irgendwo? Gut, ich bringe Lamia jetzt zum Kindergarten. Zum Wo ist dein Kindergarten. Portemonnaie? Weiß ich nicht. Liegt das da? Warte. Ich hab's nicht im. Hier, ah! Ich hab's.
Yes. So, also wir sitzen jetzt im Auto. Lamia ist zum Geburtstag. Die haben wir gerade abgesetzt. Carlos sitzt hinten drin. Und wir überlegen jetzt, was wir machen. Johanna ist ja auch noch in der Schule. Also wir haben die freie Auswahl, Carlos. Wir sind frei, wir Männer. Carlos, wir Männer sind frei. Wir haben die Freiheit. Sag mal Freiheit, William Wallace. Ja gut, lassen wir das. Den musste ich gerade übrigens wach machen, weil er hat geschlafen von 11:30 und den habe ich um 2:30 wach gemacht jetzt. So, alle sind glücklich. Ich habe mir noch ein paar Pflanzen geholt. Die werde ich gleich noch ins Aquarium packen. Und Carlos ist am Futtern. Weg, Mann. Ist lecker? Okay, will nicht. Der will nicht. So, und haben wir auch eine Kleinigkeit geholt. So. Spielen wir jetzt? Womit spielen wir denn? So, ich mache jetzt Essen. Es gibt Nudeln, Bolognese. Bolognese, Bolognese, aber außer Packung. Ich bin ja nicht so ein Mega-Koch, aber Beutel essen kann ich. Und ab und zu, wenn ich dann mal alleine bin oder sowas und für die Kinder koche, darf es auch gerne mal schnell und außer Packung sein. So, wir haben uns nochmal aufgerafft und sind eine Runde gelaufen. Carlos sitzt hier im Kinderwagen, aber der Wind pfeift. Moment, jetzt, der Wind pfeift ganz schön. Deshalb habe ich mir die Kapuze aufgezogen. Wir haben inzwischen, glaube ich, so 16:45 müssten wir haben. Und die Kinder haben beide gut gegessen, Joey und Carlos. Lamia genießt ihren Geburtstag, denke ich mal. Und meine Nase ist zu. Deshalb muss ich so ein bisschen mehr durch den Mund atmen, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ach ja, großen Respekt wollte ich sagen an alle Alleinerziehenden draußen. Egal ob Mama oder Papa, an alle Alleinerziehenden da draußen. Ein riesen Respekt und Lob, muss ich ehrlich mal so von mir geben. Das ist nicht das erste Mal, das erste Mal, dass ich mit den Kiddies alleine bin. Aber ich merke immer wieder, wenn man alleine ist, wirklich von morgens bis abends mit drei Kindern, was das für eine Aufgabe ist. Was das für eine Aufgabe ist. Ich bin jetzt seit 5 Uhr wach, weil der Carlos so früh wach geworden ist. Ich habe mich mit dem Carlos beschäftigt. Die Joanna ist dann aufgestanden um 6:30, dann... Gut, die macht sich schon größtenteils alleine fertig, aber trotzdem unterhält man sich ja und guckt, ob sie alles hat und guckt dies und guckt das. Danach Lamia fertig machen, dann im Anschluss in den Kindergarten fahren, dann sich wieder um den Kleinen kümmern. Im Mittagsschlaf, während er Mittagsschlaf macht, man eben die Bude aufräumen und andere wichtige Sachen erledigen. Dann Lamia wieder vom Kindergarten abholen. Na, das sind ja alles so Sachen, die anfallen. Und die man alleine irgendwie wuppen muss. Und ich hatte das jetzt einen Tag und ich hatte heute frei, also ich musste jetzt nicht mal arbeiten. Also Alleinerziehende, großen Respekt, die das jeden Tag haben und zusätzlich dann auch noch oft arbeiten gehen. Ihr habt meine vollste Anerkennung, ehrlich. So, ich krieg das auch ganz gut gewuppt, aber jeden Tag Riesenaufgabe. Warte. Ich ziehe meinen Hut. Jetzt wird es windig und ich gehe nach Hause und der Akku ist gleich leer. Ich glaube, es regnet gleich. Ich muss los. So, wir haben 10:50.
Und Carlos ist im Bett und schläft schon. Lamia ist jetzt auch im Bett. Rosi ist im Taxi und unterwegs dahin, da freue ich mich gleich drauf. Und Joey ist gerade vom Sport gekommen. Ist jetzt gerade duschen und ich mache ihr noch ein Spiegelei. Und Toast hat sie. Spiegelei mit Toast möchte sie haben. Kriegt sie natürlich gerne. Und bing, mein Handy geht. Also heute wird nicht mehr viel gemacht. Ich denke mal, ich werde gleich mit Rosi ein bisschen quatschen noch und vielleicht noch eine Folge Homeland gucken. Und vielleicht meldet sie sich auch nochmal. Ansonsten ist gleich Ende im Gelände. Ich verabschiede mich jetzt noch nicht, aber viel wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr kommen. So, da bin ich nochmal. Jetzt wird der Vlog beendet. Ich hatte es vorhin schon angekündigt. Wir haben inzwischen 9:30 und hier sind alle kaputt. Die Kinder schlafen alle schon. Rosi ist auch hundemüde. Die isst jetzt noch ein paar von meinen vorzüglichen Nudeln, die ich 5-Sterne-Kochmäßig dahergezaubert habe heute Mittag. Jetzt steht sie neben mir hier und grinst mich an wie ein... Wahrscheinlich genauso gut wie die Steaks vom Weltmeister. Die Steaks vom Weltmeister. Ich habe heute übrigens... Da ist sie. Entrecot und Rostbeef. Rostbeef. Vom deutschen Grillweltmeister erhalten. Mhm. Das ist bestimmt fast so ein Genuss wie deine Nudeln. Bin ich mir ziemlich sicher. Was soll ich dazu jetzt sagen? Dazu sagen wir jetzt mal nichts. Ich habe übrigens heute Parmesan-Chips gemacht und die waren so geil. Unterhalten wir uns über meinen Burger von gestern. So. Okay, genau. Ich wollte den Vlog beenden. Rosi hat mich schon wieder verwirrt mit ihren Entrecot-Krams hier und so. Entrecot-Krams. So, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss.